Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Flashback-Opening. Ich hatte heute eigentlich ein anderes Video geplant. Es hat sich aber dann was ergeben, weswegen ihr jetzt auch gleich verstehen werdet, warum schon wieder ein Flashback-Opening kommen muss. Ich kann es nicht länger abwarten. Ich habe dieses Produkt selbst noch nie in echt gesehen. Ich habe diesen Karton hier noch nicht aufgepackt. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr geheim halten. Ihr habt es im Titel und Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen. Es ist soweit, Leute. Wir haben hier, es ist wirklich geisteskrank. Leute, ihr merkt doch, ich bin unfassbar hyped und ich werde gleich noch was dazu erzählen, aber wir haben hier den Air Dior Jordan 1. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze hier aufgeht. So. Ich bin unfassbar geil. Das ist krass. Ja, und zwar, warum habe ich mir den geholt? Ich hatte ja letztens ein Video gemacht, als ich mir das Air Dior Polo Hemd geholt habe. Und dann habe ich aus Joke einfach, weil es ein Air Dior Produkt ist, den Jordan auf dem Thumbnail als Air Dior Jordan bearbeitet. Was viele als Clickbait aufgefasst haben, war im Nachhinein auch nicht korrekt von mir, sage ich ehrlich. Und dann habe ich gedacht, das kann ich ja nicht so stehen lassen. Und dann habe ich gedacht, musste ich mir den eigentlich kaufen, um den Clickbait wieder wegzumachen. Ja, ganz klar. Kleiner Spaß heute, die gönnen ja mir Wochen. Die sind wieder verlängert worden. Jetzt sowieso. Und es ist für mich nicht... Ich schwöre auf alles, ich habe den gerade eben bekommen. Mein Manager hat mir den extra zum Frühstück gebracht, weil wir da wirklich was Nices gedribbelt haben. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Das Ganze jetzt mal auf. Als erstes kommen uns Insoles entgegen mit dem Dior Oblique Muster so eingeprägt. Dann haben wir hier einen Schuhbeutel und noch einen. Zum Glück zwei Paare. Und dann, alter Schwede. Haben wir hier den Air Jordan 1 Dior. Das ist jetzt einfach meiner. Und ich werde den auch auf jeden Fall tragen. Kein Cap in meinem Rap. Liebe Grüße an den Bruder Khalil. Air Dior. Ey Leute, wie wild ist das bitte? Dieses Dior-Oblique-Muster und so. Ich werde euch Close-Ups einblenden und so weiter. Das ist ja wirklich krass. Alter, allein diese Einlagen sind ja teurer als andere normale Jordans. Für die, die jetzt nicht so damit mit der Materie vertraut sind, dieser Schuh kostet im Retail bei Dior, hat der gekostet 2000, das ist der High Top. Und danach im Resell kostet der so 10.000 bis 14.000 pro Größe. Ich habe den leider nicht zu Release bekommen, habe aber eine Kooperation mit Snox, weil bei denen auch die Gönnen in den Wochen laufen. Snox, wer die nicht kennt, ja, eigentlich die OGs von euch müssen es kennen. Die machen so Basics, zum Beispiel Socken unter anderem, also so Sneaker-Socken und so weiter. Snox, ne, der Name verrät schon viel. Mit denen hatte ich schon mal eine Kooperation. Das ist aber safe anderthalb Jahre her oder so. Und ja, jetzt haben wir wieder zusammengefunden. Und die haben gesagt, Justin, Air Dior für dich und Air Dior für jemanden aus deiner Community. Also, besser geht's ja nicht. Deswegen, Leute, erster Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt eure E-Mail-Adresse eintragen. Das war's. Und dann nehmt ihr an diesem Gewinnspiel teil. Zwei Wochen wird das Ganze ausgelöst. Ich werde den Gewinner im Stream verkünden. Und das ist auch komplett legit. Also, der Gewinner soll das ruhig auch alles posten. Ich werde den kontaktieren und so weiter. Damit man auch weiß, dass es kein Cap ist. Also, ich habe mir hier einen riesigen Traum erfüllt. Danke auch an Snox, das ist wirklich komplett geisteskrank. Ich hätte mir den niemals für dieses Geld geholt, 12k oder was der kostet. So, das wäre einfach zu behindert, das für einen Schuh für mich auszugeben jetzt so, weil ich weiß halt, so ein Schuh ist so, keine Ahnung, das ist halt einfach krank so. Und deswegen freue ich mich, dass wir euch, also einem von euch oder einer von euch, eine Freude machen konnten. Und ja, dass ich noch eine Folge machen konnte. Das ist übrigens aus den Dior-Materialien genäht. Also nicht dieses Nike Jordan Leder, sondern so wirklich die Dior-Materialien. Alles in der Dior-Qualität. Ja. Deswegen 12.000 eigentlich komplett gerechtfertigt. Was? Ja, gut. Das ist der Schuh. Air Jordan 1 High Top Dior. Da sind noch so kleine Säckchen drin. Auch nochmal das Air Dior Logo drauf ist. Aha, okay. Jumpman-Logo, hier noch was, Air Dior-Logo und noch ein paar extra Laces in weiß, weiße Laces, krass, sehr, sehr krass. Also, wie gesagt, Leute, checkt Snox ab, erster Link in der Videobeschreibung, könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen, der Gewinner wird unter dieser E-Mail-Adresse benachrichtigt. Checkt auf jeden Fall mein Instagram ab, ihr wisst am Sonntag, 11.45 Uhr, mit welchen Schuhen dann Bild online kommt. Es ist komplett gestört. Ja! Das war Pickup Nummer 1.
als zweites von drei Pickups habe ich bei Nepenthes, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Needles Piece bestellt. Also komplett neu, ich habe es nur schon mal ausgepackt, um zu gucken, ob es mir passt. Das kam in so einer Tüte an, in einem Karton. Und ja, die Jacke habe ich bei dem Stylisten von Sfera Ebbasta gesehen. Also nicht bei Sfera, sondern bei dem Stylisten halt. Ich follow dem und habe die Jacke in seiner Story gesehen, deswegen gibt es natürlich auch Credits. Wie ich da drauf gekommen bin. Und er hat die Jacke in schwarz-weiß. Ich habe mir die in so einem Tannengrün geholt. Und die Elemente hier, die sind so ganz, ganz hell Pastellflieder, sag ich mal. Und die Knöpfe hier, die sind auch so leicht lila. Ja, das ist eine Needles-Jacke. Needles kennen wahrscheinlich die meisten von euch durch diese Trackpants. Ich würde die fast schon mittlerweile gleichsetzen wie so Palm Angels Trackpants, weil man die schon sehr oft gesehen hat. Was nicht heißen muss, dass die anderen Produkte davon nicht nice sind. Und ja, also diese Jacke hat mir einfach unfassbar gut gefallen. Das kann ich mir für euch hier kurz mal überwerfen. Das sieht man natürlich nicht zum Louis-T-Shirt an. Ich werfe es einfach nur mal gerade so für euch über. Ich habe mir jetzt eine Size M geholt. Die Jacke fittet ein bisschen cropped. Also wer will, dass sie was länger fittet, dann werden die Arme aber auch was länger. Holt sich hier noch eine Size größer. Ja, die haben hier halt den Schmetterling drauf. For this life I cannot change. Ja, das ist mein Pickup Nummer 2. Von drei, heute nicht so viele Produkte dafür halt, aber was komplett geisteskrank ist. Die Jacke hat gekostet 348 Pounds. Ich glaube, es sind so 380 bis 390 oder 400 Euro roundabout. Qualität ist aber auch sehr nice. Das ist das erste Needles Piece, was ich habe. So, und zu guter Letzt, Leute, habe ich jetzt mal was gemacht, was einfach an der Zeit war, weil mich fuckt's ab, ich check so viele Waves so früh, was jetzt null irgendwie so sein soll, hipstermäßig, ich habe das damals schon gekannt, so, aber sei es jetzt eine Cartier Santos, die ich vor einem Jahr geil fand, irgendwelche Chrome Hearts Jeans oder so, jetzt ist so Chrome Hearts fast auch schon wieder ausgelutscht, würde ich fast schon sagen, auch man sieht es nur noch. Ich schwärme halt so von Gallery Department Jeans und bevor das dann auch wieder jeder zweite hat, habe ich gedacht, komm, ich hol's mir jetzt direkt, weil ich die einfach so geisteskrank nice finde. Preis ist happig, 950 Euro oder so habe ich, glaube ich, dafür bezahlt. Viele von euch werden vielleicht Gallery Department nicht kennen. Wenn ich euch erkläre, was und wie diese Hosen entstehen, so, dann werdet ihr denken, warum bezahlt man so viel dafür. Es ist eine Carhartt Jeans, die hier unten an den Seiten aufgeschnitten wurde. Und ja, dann wurde hier so ein Stoff eingesetzt, sodass die unten ein bisschen schlagförmiger fühlt. Also die wird nach unten hin etwas weiter. Dann haben die das Carhartt-Logo hier hinten weggemacht und Farbkleckse auf der Hose verteilt. Hier ist auch noch das Carhartt-Logo auf dem Knopf drauf. Und hier innen drin steht dann halt Gallery Department, Art und Display und so weiter. Das war es eigentlich. Aber man findet keine Jeans mit so einem Fit. Das finde ich sehr schade. Ich hatte, als wir das letzte Mal in Istanbul waren, auch schon bei Peso sowas angefordert, dass die Hosen unten was weiter werden, auch mit so einem Stoffeinsatz und so, aber in einer anderen Farbe, also nicht so wie hier Ton in Ton, sondern in einer anderen Farbe. Ich bin gespannt, wie das Sample wird und so, aber mich fuckt einfach ab, dass es außer Gallery Department so wenige Jeans gibt, die nach unten hin so weiter werden mit so einem Einsatz. Das finde ich eigentlich echt sehr, sehr geil. Ja, hier hinten ist nochmal so ein Gallery Department Lederpatch und bekannt sind die eigentlich geworden durch. Also Virgil hat diesen lila Hoodie davon getragen, keine Ahnung, Offset und Quavo und so rocken die ganze Zeit, Gallery Department, keine Ahnung, ja. Also ich glaube A$AP Barry auch viel, also Young Lord. Ja, auf jeden Fall, das ist meine Gallery Department Jeans, kommt bestimmt auch demnächst auf Instagram, wahrscheinlich jetzt, also auf keinen Fall halt so jetzt, aber naja. Okay Leute, das war's vom Fashionpack Opening. Denkt sehr, sehr gerne an das Snox Giveaway, weil verlieren kann man nicht, weil man geht nicht mit weniger aus, als man hatte. Deswegen macht da gerne mit. Vielen Dank nochmal für diese Möglichkeit, dass ich diese Schuhe bekomme und einer von euch auch noch. Sehr, sehr nice. Und ja, dann sehen wir uns am Montag wieder auf Just in Light und abends dann wieder auf Twitch. Macht's gut, schönes Wochenende. Peace.